Herzlich willkommen zum zweiten großen Fehler vieler Gründer. Heute geht es um Beziehung. Als ich mich damals selbstständig gemacht habe, hatte ich drei vermeintliche Freunde. Tatsächlich waren es nur Zweck- und Nutzgemeinschaften aus meiner Arbeit und aus meinem Sport heraus. Alle rieten mir erstens davon ab, mich selbstständig zu machen und zweitens waren sie nicht wirklich interessiert, mich dabei zu unterstützen, sei es durch Zuführung von Kunden oder anderen wichtigen Geschäftspartnern, noch mich einfach mental aufzubauen. Was du also für deine Gründung brauchst, sind belastbare Beziehungen, denn es ist unwahrscheinlich, dass du alles entweder gut kannst oder an allem Interesse hast. Du brauchst in der Regel ein Team von Menschen, die dich unterstützen, die auch nicht glauben, die dir Fragen stellen, die dir vielleicht die ersten Testkäufe als Probekunde durchführen, um dir Feedback zu geben, ob dein Vorhaben funktioniert oder die einfach bei dir mitarbeiten und dich so systematisch fördern. Du brauchst aber auch eine ganze Reihe von Fachinformationen, sei es steuerlich, sei es rechtlich, wie man ein Video produziert, wie man ein Foto produziert, wie man Text schreibt, eine Webseite baut, ein Anschreiben formuliert, eine Signatur baut oder überhaupt Zugang bekommt zu diesen verschiedenen Zielgruppen und auch zu den Experten. Also Menschen und Beziehungen kannst du als Gründer nicht genügend haben. Wichtig ist aber, dass sie belastbar sind, sprich also, dass du dich auf sie verlassen kannst, dass die Menschen ehrlich sind, zuverlässig, verbindlich und kompetent. Und diese Menschen, die findet man nicht an jeder Ecke und diese Menschen gilt es sorgfältig auszuwählen, zu pflegen und Beziehungen zu bauen. Zusammengefasst also, suche dir Freunde nicht erst dann, wenn du sie brauchst, sondern fang heute schon an, dich um die Menschen um dich herum zu kümmern, dich zu investieren, tragfähige Beziehungen aufzubauen, aber auf der anderen Seite auch dich für Menschen zu interessieren, die dich normalerweise nicht zu interessieren, zum Beispiel Steuerberater, Rechtsanwälte, Versicherungsberater, Marketingberater, Unternehmensberater, Finanzberater, Online-Marketerberater, also all die Menschen, die du mit Sicherheit in deiner Unternehmensbiografie in der Zukunft noch irgendwann irgendwo gebrauchen wirst. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, mach immer gerne Gebrauch von einem kostenfreien Erstgespräch. Ansonsten geht's morgen weiter mit dem dritten großen Fehler der meisten Gründer.